es war eine Klatsche für die SPD, es war eine Klatsche für die FDP und das hat natürlich auch was mit der Kürzungspolitik auf Bundesebene zu tun, mit dem sklavischen Festhalten an der Schuldenbremse, die Investitionen in die Zukunft in unserem Land verhindert. Das Klimageld bleibt die Ampel immer noch schuldig, obwohl der CO2-Preis zum Jahresbeginn angehoben wurde. Gleichzeitig steigen die Lebensmittelpreise immer noch an. Auch da braucht es einen Inflationsausgleich. Es braucht einen Lebensmittelpreisdeckel, den wir als Linke auch fordern. Und es ist die Aufgabe der Politik und wir als Linke sind gewillt, diese Aufgabe auch anzunehmen und auszuführen, die Sorgen der Menschen in diesem Land ernst zu nehmen, gegen die Abstiegsängste, die herrschen, vorzugehen. Die Ampel schürt die im Moment.